So, ihr Kleinen. Nein, ich komme nicht hoch genug. Was ist das denn? Und jetzt Frontal-Crash mit einem Auto, natürlich. Das überlebt man ja leider nicht. Und wehe, jetzt fährt er den Weg. Ah, gut. Ich möchte nämlich gerne hier. Ach, er will auch da lang. Das ist ja schön. Mal schauen, wo er jetzt lang will. Ob er mich da abbiegen lassen will. Nein, will er gar nicht. Cool. Er will genau den Weg gehen, den ich fahre. Ach Mist. Auto im Porzellanladen, was zur Hölle? Ja, komm auf dein scheiß Leben klar. Wo bin ich? Danke. Hier gibt es nämlich auch hier und da mal ein paar Abkürzungen. Das ist ganz nett. Zum Beispiel hier vorne auch noch. So. Gut, das sind jetzt nicht so mega Abkürzungen, beziehungsweise. Naja, aber es ist immerhin eine Kurve, in der mich die Gegner nicht angreifen. Und hier runter, tschüss. Weil hier materialisieren sich die Gegner ja gar nicht. Was mich sehr freut. Natürlich kommen sie dann wieder und wollen mich umklatschen. Yep, ich fahre einmal über euch drüber, ist mir egal. So müsste das theoretisch logischer sein. So, einmal schön. Der kommt da angepisst und haucht mich an. Und ich mach Aua und bin total schaden. Das ist doch behindert. Also ehrlich, da haben die so eine Scheiße programmiert. Halt! Leute! Oh, das regt mich auf, Junge. Das ist wahrscheinlich kritisch. Aber das sollte ich jetzt eigentlich packen, außer die machen mich direkt. Weil ich ja hier direkt durchkomme. Oder ich. Das wäre natürlich auch ein Highlight. Ich zerstöre mich hier irgendwie noch selber. Na also. Bitch! Gleich beim ersten Mal. So. Mal schauen. Fährt eine neue Karre rum? Nein. Oh, so, und eigentlich wollte ich halt erstmal ein kürzeres Rennen machen, um hops, damit ich nicht unbedingt wieder von hier aus losfahren muss und aber naja. Ich muss mal oben lang, dann da lang. Das könnte man, glaube ich, machen. Das heißt, hier durch den Tunnel, da oben lang. Bäh. Okay, und das hier war ein kürzeres. Das geht nur durch die Stadt, das ist okay. Ah, das war eins, wo man nur nach unten fährt. Das war auch okay. Ansonsten haben wir keine mehr, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Nee. Man kann es nicht mehr da irgendwo lassen. Da kann man es lassen. Aber da ist natürlich auch unten wieder weg. Behindert. Okay, wieder in die Stadt und diesen anderen Scheiß machen. Das nervt wirklich. So eine Teleporter-Basis-Dings, keine Ahnung, was machen, wäre ganz geil. Auch das Ding ist so träge und na, ist alles nicht so geil hier, alles nicht so geil. Und wieder hier längs. Yes, so lustig, so spannend. Ich wollte gar nicht so lange spielen, jetzt bin ich schon wieder ein Viertelstunden hier. Bei.
Weißt du, nö, dann, ich habe auch gar keine Lust mehr, ich bin viel zu aggro gerade, um noch so ein behindertes Scheiß zu machen. Deswegen gönne ich mir jetzt einfach mal die Heimfahrt. Also zu unserer Main-Basis, Main-Base, so. Man nehme zwei Autos, füge 200 Sachen hinzu und stampft alles ein. Was erhält man? Ein besonders scharfes Burnout-Sandwich. Das war DJ Atomica mit den neuesten Rennfahrerrezepten auf Crash FM. Lecker. Ja, genau. Wollte ich gerade was sagen? Ich habe es vergessen. Egal. Dum, 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 dum. La Parola. So, genau, unsere Main Base. Das ist ja da die Anfangs der Anfangs-Schrottplatz. So. I88 Sektion 3. So. Ich muss auch ehrlich mal sagen, das Spiel ist zwar geil, ja, kann ich nichts gegen sagen. Gut, ich kann was gegen. Ich kann natürlich hier und da ein paar Sachen bemängeln, aber ich meine, es ist trotzdem geil. Und dagegen kann ich halt nichts sagen. Das ist. Ja, genau so. Aber. Es ist wirklich so, dass es irgendwann doch schon relativ langweilig wird, wenn man die ganze Zeit hin und her fährt und eigentlich immer das Gleiche machen muss. Und halt irgendwie man, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, nicht das Gefühl, aber es kommt mir so vor, als wenn man überhaupt nichts erreicht. So, ich mache hier Rennen und Rennen und Rennen und die dauern Ewigkeiten langsam. Einfach weil es behindert ist, so, weil diese Rennen behindert sind, so einige von denen. Und es dauert und dauert und dauert, aber man hat irgendwie kein das Gefühl, dass man überhaupt keinen Fortschritt macht. Ja. Ist dann ein bisschen doof. Da war es anfangs noch geiler, da hat man irgendwie, weiß ich nicht, 3 Rennen gemacht und war dann schon direkt im hatte dann schon wieder ein neues Auto und dann 2 weitere, dann hatte man schon seine nächste Lizenz. Nee, also nicht, aber war schon. Wie viel? Ah, oh Mann, ich habe noch 3 Minuten. Obwohl, ich kann natürlich auch sagen, ich mache nur 7 Folgen. Ich gönne mir noch einmal eine Fahrt mit dieser Karre, also eine ganz kurze, indem ich einmal rausfahre und wieder reinfahre. Yeah. Und warum ist eigentlich immer Nacht, wenn ich beende? Ah, ich glaube, es ist nicht immer Nacht, aber es ist recht häufig Nacht, finde ich. Oh, einfach mal wieder. Wow. Ja, okay, Framerate. Ja, Fraps, ich weiß. Okay, dann will ich. Fraps will, dass ich beende. Merkt man gerade. Deswegen werde ich jetzt, obwohl, naja, es geht wieder. Noch einmal schön anschauen. Alter, es läuft richtig übel. Naja. Gut, dann mit einem laggigen Bild würde ich sagen, das war Let's Play Burnout Paradise für den PC. Ich mache hier schon mal auf Pause, damit nichts kommt so. Burnout Paradise, genau, für den PC, für diese Aufnahme. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, in der wir noch ein paar Marketman-Events wahrscheinlich machen werden. Vielleicht auch nur so ein paar Events und ein paar irgendwas anderes. Showtime, so heißt es, genau. Und dann irgendwann neue Autos und so weiter und dann auch irgendwann durch sind. So lange sollte es nicht mehr dauern, merke ich, denke ich. Naja, ich würde mal sagen, das war's für heute, für diese Aufnahme, für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Folge wieder. Bis dahin sag ich Tschaußen.